Herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu unserem heutigen DZ-Bank-Webinar Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Es ist wieder soweit, Montag 19 Uhr. Mein Name ist Markus Landauer und ich freue mich, dass Sie alle wieder mit dabei sind. Wir haben heute sicherlich einige spannende Themen für Sie parat. Zu Gast bei uns heute wieder unser beliebtes Trading-Dreiergespann, die Trading-Gruppe 2.0 mit Ingmar Königshofen, René Wolfram und Stefan Feuerstein. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen, aber ihr kommt ja gleich live in die Schaltung. Ja, dann möchte ich gleich mit Ihnen in die Tagespunkte übergehen und Ihnen zeigen, was Sie heute erwartet. Wir haben einige Tagespunkte. Der erste Tagespunkt ist die Ankündigung zur World of Trading in Frankfurt in 2 Wochen. Am vergangenen Wochenende waren meine Kollegen in Hamburg unterwegs am Börsentag und sind da angereist. Und in 2 Wochen ist dann hier in Frankfurt die World of Trading. Aber dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Zweiter Tagespunkt dann der Rückblick vom Ingmar. Und dann werden wir heute 2 Basiswerte im Fokus haben: Rohöl WTI, die amerikanische Variante, und Gold. Und dann gibt es natürlich wieder passende Trading-Strategien dazu mit dem Guidance Desktop. Und Fragen versuchen wir natürlich wie immer zwischenzeitlich zu beantworten. Ja, dann lese ich Ihnen noch schnell die rechtlichen Hinweise vor, die 3 Punkte, die Sie bereits kennen. Erster Punkt ist, das Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrungen in Hebelprodukten. Zweiter Punkt, die in diesem Webinar besprochenen Produkthinweise zu Hebelprodukten erfolgen lediglich zu Demonstrationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen. Ja, und wer mit Hebelprodukten agiert, der muss sich im Klaren sein, dass es zum einen das Totalverlustrisiko gibt und dass man auch das Emittentenrisiko nicht missachten sollte oder immer im Blick behalten sollte. Ja, und dann komme ich zum ersten Tagespunkt, World of Trading. Was kann ich Ihnen da erzählen? Sie sehen oben rechts die Termine. Die World of Trading findet an 2 Tagen hier in Frankfurt statt, am 17. November an einem Freitag und dem 18. November an einem Samstag. Start ist um 9:30 Uhr am Freitag und am Samstag und am Freitag geht es bis 18 Uhr abends und am Samstag etwas verkürzt bis 17 Uhr. Veranstaltungsort ist die Messe Frankfurt und Sie sehen schon das Bild auf der linken Seite mit unserem Chef technischen Analysten, dem Dirk Oppermann, der verschiedene Vorträge halten wird. Ja, am Tag immer so zwischen 11, 13 und 15 Uhr. Er hat 3 Slots pro Tag. Das gilt auch für den Samstag. Und worum geht es da? Ich habe es schon erwähnt, eben technische Analyse mit Dirk Oppermann. Aber Dirk ist ja auch immer bei uns zu Gast im Webinar und ist nächste Woche wieder mit Armin Kremser, seinem Kollege, bei uns im Webinar dann auch da. Ich habe es schon mal vorweggenommen. Also World of Trading, für diejenigen, die in Frankfurt und der Umgebung wohnen, kommen Sie gerne vorbei. Und Sie können natürlich auch freie Tickets bekommen oder kostenlose Tickets. Normalerweise kostet das 40 Euro. Aber ich habe Ihnen hier mal gezeigt, ich versuche das mit meinem Cursor oder meiner Maus mal zu zeigen. Sie haben hier oben letztendlich den Internetlink www.wot-messe.de/messepartner/dz-bank. Und was Sie machen dann, Sie haben dann die Möglichkeit hier Gratis-Tickets zu bekommen. Sie werden dann auf diese Seite geleitet und müssen unten hier Ihre E-Mail-Adresse eingeben und dann können Sie im Prinzip auch schon den Gutschein anfordern und kommen dann kostenlos zur World of Trading. Ja, und das soll die Einleitung gewesen sein. Ich würde dann an den Ingmar übergeben im Rückblick, bevor ich dann wieder zu den Trading-Setups zurückkomme und dann was zu WTI und Gold sagen werde, wenn es dann um die Produkte geht. Aber jetzt erstmal zum Ingmar. Ja, vielen Dank, Markus. Einen wunderschönen Abend auch von uns. Hallo in die Runde. Es freut uns, dass wir heute wieder mit dabei sind. Und Markus hat schon gesagt, wir werden natürlich wieder zunächst einen Rückblick auf das letzte Webinar geben, wo wir eine Strategie auf Kupfer und auf den DAX vorgestellt haben. Und anschließend werden wir wieder wie gewohnt die Runde drehen, indem René die Vorfilter aufzeigt und Stefan entsprechend die charttechnische Sichtweise betrachtet und Markus dann eben ein Turbo Long oder ein Turbo Short vorstellen wird. Fangen wir also an mit dem Rückblick. Wir wollen schauen, wie unsere Strategie auf Kupfer oder was daraus geworden ist. René hatte damals gesagt, dass die Vorfilter einen Short-Einstieg anzeigen und laut Stefan sollten wir eben warten, ob wir das letzte Zwischentief unterschreiten. Also mit einem Stop-Buy bei 6.300 einsteigen mit den Zielen bei 6.000, 5.800, 5.600, 5.400 und 5.000 Punkten und einem Stopp bei 6.650, nicht Punkten, natürlich US-Dollar. Und Sie sehen
schon ganz unten, der aktuelle Kurs 6914. Denn was ist passiert? Sie sehen hier blau die horizontale Linie wieder. Das war der Stop-Buy bei 6300 US-Dollar. Und ja, ich hoffe, man kann den Kringel, den hellblauen Kreis erkennen. Das war in der Woche, als wir das Webinar gehalten haben. Und entgegen der Meinung wurde das letzte Zwischentief nicht unterschritten, sodass wir eben in diesem Trade nicht eingestiegen sind. Der Kupferpreis ist weiter angestiegen, sodass wir dort gar nicht zum Zug gekommen sind. Und wir würden daher auch diese Order zunächst mal löschen. Sollten wir demnächst nochmal auf Kupfer schauen, dann werden wir das natürlich hier im Webinar machen und werden dann eine neue Strategie vorstellen. Aber aktuell, da der Kupferpreis dann ein neues Zwischenhoch markiert hatte, macht es jetzt keinen Sinn, dort unten noch bei 6.300 das Limit liegen zu lassen. Wir werden daher, wie gesagt, die Order löschen und werden dann innerhalb der nächsten Webinare immer wieder mal auf Kupfer schauen und gucken, ob es da vielleicht ein neues Trading-Setup gibt. Dann hatten wir noch eine DAX-Strategie vorgestellt. Und dort hatte René auch gesagt, dass man kurzfristig die Vorfilter zeigen, dass wir einen Short-Einstieg suchen könnten. Und laut Stefan sollten wir einsteigen mit einem Limit bei 13.020 Punkten, mit den Zielen bei 12.900, 12.700 und 12.500 Punkten und einem Stopp bei 13.120. Und natürlich werden Sie es wissen, den DAX, da schauen wahrscheinlich die meisten von Ihnen ja täglich drauf oder mehrmals täglich. Natürlich ist der DAX weiter nach oben geschossen und wir sind zwar mit dem Limit in den Short eingestiegen, aber sind auch kurz danach wieder ausgestoppt worden. Sie sehen, blau eingezeichnet auch hier wieder mit diesem Kreis den Tag des Webinars. Danach lief es Richtung unseres Limits bei 13.020. Es ging erst ein bisschen weiter rauf. Dann fielen wir Richtung 12.900. Es sah erst aus, als ob die Strategie ganz gut aufgehen könnte. Doch dann wurde die Seitwärtsrange nach oben verlassen. Sie haben es ja mitbekommen, durch diese große weiße Kerze kam dieser Impuls nach oben und anschließend konnte der DAX deutlich weiter anziehen. Aus diesem Grund sind wir eben mit einem Minus von 100 Punkten aus der Position rausgeflogen. Und wir werden eben schauen, ob wir dort demnächst eine neue Strategie aufmachen werden. Momentan fahren wir wieder auf hohem Niveau. Es bleibt jetzt abzuwarten, ob wir vielleicht mal eine kleinere Korrektur sehen. Sie sehen ja hier im Chart wunderbar die letzten Kurslücken, die noch vorhanden sind. Es würde natürlich sich anbieten, dass der DAX diese schließt und mal zumindest mal 300, 400, 500 Punkte korrigiert. Aber momentan hat man das Gefühl, immer wenn der DAX mal 20, 30, 40 Punkte zurückgesetzt, kommt danach wieder eine 100 bis 200 Punkte Rally. Von daher lassen wir uns mal überraschen, was passiert in den nächsten Tagen. Und auch da werden wir natürlich immer wieder ein Auge drauf haben und bei den nächsten Webinaren auf den DAX hinweisen. Dann wollen wir heute, wie gesagt, auf WTI schauen. Und schon vorab zur Info, ich hatte ja bei der Roadshow auch WTI aufgezeigt, eine Strategie auf WTI. Und hier auch beim letzten Webinar bin ich nochmal auf diese Strategie eingegangen. Allerdings hatte ich ja schon gesagt, dass man momentan sehen kann, dass die Produzenten stark anfangen zu kaufen und somit der Vorfilter der COT-Daten momentan ja nicht mehr ganz so short ist, wie er vielleicht noch während der Roadshow war. Da die Strategie nicht aufgegangen ist, bin ich gespannt, was René heute vorstellen wird, weil wir werden heute eine Long-Strategie hier aufzeigen und somit gibt es wahrscheinlich eine Änderung der Strategie, sollten wir zumindest einen Ausbruch auf der Oberseite sehen. Aber Sie werden es natürlich im Laufe des Webinars gleich genau erklärt bekommen. Nur das schon mal vorab, dass Sie wissen, die Strategie von der Roadshow und vom letzten Webinar wurde bis jetzt nicht ausgeführt oder kam nicht zur Ausführung. Von daher werden wir heute die Strategie nochmal prüfen und eventuell auf die Long-Seite wechseln. Von daher wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß und René, ich übergebe zu dir. Du kannst dann loslegen mit den gewohnten Vorfiltern. Viel Spaß. So, ich hoffe, es klappt, weil ich eben ein bisschen Einwahlprobleme hatte. Ich hoffe, man sieht und hört mich jetzt. Ja, passt alles. Alles klar, gut. Ja, dann auch von mir, hallo in die Runde. Wir beginnen nicht mit WTI. Bei WTI werde ich nachher ein bisschen weiter ausholen, weil es eine interessante Situation ist, die ja in beide Richtungen Möglichkeiten eröffnet. Es ist eigentlich eine Situation, bei der es wirklich sehr darauf ankommt, wie sich der Preis im Bereich um 56 verhält. Werden wir aber nachher darüber sprechen. Bei Gold wollen wir uns zunächst einmal den Intermarket-basierten Forecast anschauen. Da fließen wichtige Einflussfaktoren wie Inflation und Anleihenrenditen hinein und zeichnen den vermeintlichen, den potenziellen, den wahrscheinlichen Verlauf von Gold 2,5 Jahre in die Zukunft vor. Wir haben das schon ein paar Mal uns angeschaut und ich verstehe jeden, der sagt, das ist Hokuspokus, wenn irgendjemand
irgendwelche Prognosen 2,5 Jahre in die Zukunft zeigt. Es ist auch bei mir niemals die alleinige Handelsgrundlage, denn das wäre ja Wahnsinn, wenn man glaubt, dass irgendetwas so akkurat sei und so zuverlässig, dass man es als Hauptentscheidungsgrundlage nehmen könnte und man hat 2,5 Jahre in die Zukunft die perfekte Prognose. Aber was dieses Instrument tatsächlich kann, und das haben wir ja im Verlauf der Zeit auch gemerkt, diejenigen, die länger dabei sind, haben das ja verfolgen können. Die groben Schwünge sind schon sehr oft richtig vorgezeichnet, weil hier halt Haupteinflussfaktoren für den Goldpreis mit hineinspielen. Natürlich wird es immer so sein bei jedem Markt. Jeder Markt hat natürlich mehr als ein oder zwei Einflussfaktoren. Es gibt Haupteinflussfaktoren, aber die sind natürlich temporär überlagert. Deshalb verhalten sich Märkte natürlich nicht immer und niemals zu 100% berechenbar. Ich bin froh, dass ich hier die groben Schwünge des Öfteren einigermaßen richtig antizipieren kann. Das bringt mich aber auch nicht oder macht mich auch nicht zum Multimillionär mit Goldtrades. Also deshalb, da muss man die Kirche im Dorf lassen, muss das sehr realistisch einschätzen. Aber es hat seine Bewandtnis, weil es, wie gesagt, die Haupteinflussfaktoren für den Goldpreis berücksichtigt. Und deshalb haut das öfter hin, als es nicht hinhaut. Wir haben das gesehen mit der Prognose für 2016. Da gab es das Hoch nicht im März. Das soll dieser Forecast auch gar nicht zeigen, sondern es geht um die steilen Passagen, so wie wir sie jetzt ab Juli 2016 hatten, wie wir sie ab März 2017 hatten. Und wie wir sie jetzt ab Dezember bekommen, das sind die steilen Passagen. Es geht nicht um die Extreme hier. Wenn es danach ginge, war das Märzhoch natürlich noch nicht das tatsächliche Hoch. Aber die steile Passage Juli bis Dezember, das war tatsächlich eine Phase, in der der Goldpreis gen Süden tendierte. Zwischen März 2017 und September 2017, hier diese grüne Passage, hat der Goldpreis zugelegt, natürlich mit ein bisschen hin und her, war jetzt nicht so eine stringente Entwicklung, wie das man sich vielleicht gewünscht hätte. Aber was dieser Forecast aussagt, und das mit einer Treffergenauigkeit von ungefähr 70, 75%, ist eben zum Zeitpunkt X stehen wir höher oder niedriger als zum Zeitpunkt Y. Den Weg dorthin zeichnet er nicht genau vor. Also das kann natürlich durchaus sein, dass wir zwischenzeitlich 20% abschmieren und dann stimmt diese Long-Prognose trotzdem. Nur handelstechnisch wird man wahrscheinlich dann rausgeflogen sein mit einem Stop. Also von daher ist es ein Hilfsinstrument, um sich grob zu orientieren, nicht mehr. Das ist nicht der alleinige Entscheidungsträger. Der Forecast zeigt hier eine Top-Bildung ab September. Die sehen wir auch vermeintlich und hat, was übrigens gar nicht meiner persönlichen Meinung unbedingt entspricht, aber wenn ich das vorgezeichnet bekomme, dann orientiere ich mich daran und habe keine Meinung dazu, zeichnet hier einen vergleichsweise starken Rückgang zwischen Dezember 2017 und August 2018. Das wird natürlich nicht in einer Tour durchgehend fallen. Und man muss auch sagen, in den letzten 2, 3 Jahren waren die Prognosen sehr, sehr akkurat. Das kann auch sein, dass diese Prognose einfach nur falsch ist. Also von daher, das ist für mich in meinem Handel ein Instrument, was mir einfach nur für meine regelmäßigen Signale, die ich aus einem anderen System bekomme, was mir einfach nur die Gewichtung vorgibt. Heißt also, wenn wir jetzt so eine Phase bekommen, die vermeintlich für die Short-Seite geeignet ist, wie ab Dezember, dann heißt es einfach nur für mich, dass ich Short-Trades in einem System, was Long und Short handelt, wechselweise, dass ich die Short-Trades vollgewichte und die Long-Trades halbgewichte. Aber es ist niemals so, dass ich nur auf die Short-Seite gehe, wenn so eine Prognose da ist, weil es einfach, wie gesagt, Wahnsinn wäre, zu glauben, dass irgendetwas den Marktverlauf präzise und zuverlässig vorzeichnen kann. Aber es hat eben, wie gesagt, eine hohe Trefferquote und zeigt die grobe Tendenz schon sehr oft an. Und die lautet hier ab Dezember speziell, jetzt haben wir November, ab Dezember gen Süden bis in den August 2018. Von daher ist das durchaus etwas, was man berücksichtigen kann. So ein Gezackere, wie wir es hier am rechten Bildrand sehen, was ab August 2018 erfolgt, das ist zum Beispiel nichts, was ich irgendwie handelstechnisch nutze, weil das nicht stringent und nicht dynamisch genug ist. Schauen wir uns im zweiten Schritt die Seasonals an für Gold. Bei Gold ist es so, und das ist das Interessante daran, Saisonalitäten zu handeln oder zu nutzen bedeutet ja nicht, auch wenn man das häufig natürlich so macht,
Aber es bedeutet nicht, ein saisonaler Verlauf ist vorgezeichnet und jetzt gehen wir blind und stur long Mitte Dezember oder Ende Dezember, sondern was ich mache, ist, ich orientiere mich an den Seasonals und manchmal ist es so, dass in manchen Märkten Stärke in einer Zeit vorherrscht, wo normalerweise saisonal üblicherweise Schwäche zu erwarten ist. Sehen wir zum Beispiel im Moment bei WTI, werden wir nachher noch drauf kommen. WTI ist im Moment stärker, als es saisonal üblich ist oder als es saisonal üblich war in den letzten 10 Jahren zum Beispiel. Von daher ist der Verlauf antisaisonal und das gibt einfach die Chance oder das ist ein Hinweis darauf, dass da eventuell eine Sondersituation vorliegt. Und genau das Gleiche gilt es auch bei Gold zu beachten. Gold ist normalerweise so ab Anfang Mitte Dezember ist Gold eigentlich ein Kauf. Also generell die meisten Metalle oder fast alle Metalle sind so um den 15. bis 20. Dezember häufig günstig vom Zeitpunkt her zum Kaufen, also für die Long-Seite. Was jetzt interessant sein wird oder was interessant sein würde, zu schauen, wird denn der Goldpreis tatsächlich dann zu diesem Zeitraum oder in diesem Zeitfenster wirklich so, wie es zu erwarten ist, stark? Oder folgt er tatsächlich dem Intermarket Forecast und ist saisonal unüblicherweise schwach? Wenn das passieren sollte, dass dieser Markt und auch andere Metalle unüblicherweise, und diese Metall-Seasonals sind sehr, sehr stabil, wenn es unüblicherweise zu einer Schwäche ab Mitte Dezember kommen sollte, dann wäre das zum Beispiel ein Zeichen, dass man auf der Short-Seite tatsächlich etwas holen kann. Deshalb sollte es immer so sein, wenn man ein Intermarket-Signal bekommt, wenn man also ein Forecast vorgezeichnet bekommt, dass man das dann saisonal überprüft. Die Seasonals sprechen nicht dafür, dass es gen Süden geht, aber erfahrungsgemäß sind da diese fundamentalen Forecast-Indikatoren beziehungsweise die fundamentalen Einflussfaktoren viel, viel stärker. Deshalb wird im nächsten Schritt, werde ich es so machen, dass ich schaue, ist der Markt typisch saisonal, das heißt, fängt er anzuziehen ab Mitte Dezember, oder ist er tatsächlich schwach, bricht durch irgendwelche Unterstützungen durch. Wir haben gerade bei Gold, da wird ja der Stefan dann gleich noch seine charttechnische Expertise geben. Wir haben gerade bei Gold einen ganz interessanten Bereich zwischen 1245 und 1280. In dieser Region haben wir eine sehr, sehr massive Volumenunterstützung. Und aus dieser Zone heraus wird es sich entscheiden, in welche Richtung es geht. Wenn wir uns oberhalb von 1280 etablieren können, dann ist die Chance für eine zumindest vorübergehende Erholung noch gut. Im Moment ist das noch alles stabil. Wenn der Preis unter die 1245 fällt, haben wir von der Volumenanalyse her, vom Volumen her, nach unten wirklich einiges offen. Aber das ist, wie gesagt, Zukunftsmusik. Jedenfalls Forecast zeigt gen Süden, Seasonals zeigen üblicherweise ab Dezember gen Norden und deshalb wird es im dritten Schritt sehr, sehr wichtig sein zu wissen, auf welchem Preisniveau gibt es denn Verkaufssignale, wo gibt es eventuell Einstiegschancen und da kann der Stefan uns natürlich weiterhelfen. So, hallo auch nochmal von meiner Seite. Ich versuche mal wieder das charttechnische Bild zu beleuchten, in dem Fall eben zu den Signalen, was René schon erwähnt hat, auf den Goldpreis. Und wie immer beginne ich an der Stelle erstmal mit dem langfristigen Chartbild. Das insofern, weil da kam auch gerade eine Frage dazu, zu dem René seinem einen Schaubild über eine Prognose der nächsten 2 Jahre. Das, für uns ist es immer wichtig, ein übergeordnetes Bild zu haben, dass wir wissen, wohin gehen denn die Haupttrends. Und das kann man einerseits eben machen mit den Einflussfaktoren, die René für seine Analyse verwendet, wo er eben jetzt mal 2 Jahre da hat. Hier in dem ganz langfristigen Schaubild, das ist jetzt der Goldpreis auf Monatsbasis, das bedeutet, ein Kursbalken ist ein Handelsmonat. Da sieht man dann eben die ganz langfristigen Trends und dann kann man auch in etwa abschätzen, wie es eben weitergeht. Und was wir hier eben sehen, ist, dass auf der einen Seite der ganz langfristige Aufwärtstrend noch intakt ist. Allerdings der hier, ich markiere mal die Linie, dass man es besser erkennen kann, der ist zunächst mal Anfang 2017
getestet worden. Am Jahreswechsel 2015-16 ist er annähernd getestet worden, ist allerdings, naja, nennen wir es mal etwas schwach ausgeprägt gewesen. Und jetzt in den letzten Monaten gab es halt den, auch im Jahresverlauf gab es noch einen Test dazu. Und wenn diese Trendlinie jetzt unterschritten wird und dann haben wir einen Trendwechsel, der darauf hindeutet, dass es eben dann in den kommenden Monaten doch weiter nach unten geht. So viel jetzt zunächst mal zu dem langfristigen Szenario. Das bedeutet, aufgrund von dieser langfristigen Trendlinie mache ich mir eben dann ein Bild über den künftigen Verlauf. Und so, Moment, ich mache das mal weg. Und dann kann man eben genauer schauen, wie eben auf welches übergeordnete Bild man sich da einstellen kann. Deswegen gehen wir da in die nächste Tagesebene. Ich habe mal die Wochenebene jetzt übersprungen und bin jetzt schon in der Tagesebene drin. In der Monatsebene war ein Abwärtstrend eingezeichnet. Das ist im Prinzip diese Oberseite von diesem mittelfristigen Abwärtstrendkanal, den wir hier im Sommer nach oben verlassen haben, dann allerdings rasch wieder nach unten zurückgekommen sind. Theoretisch wäre das ja noch als Pullback-Reaktion zu werten, allerdings aus meiner Sicht nicht ideal. Und da ist schon so ein leichtes, so ein kritisches Szenario sozusagen drin, weil der Rückgang dann unterhalb des letzten Ausbruchniveaus nochmal zurückgefallen ist, ist nicht ideal. Und deswegen trübt sich so die Situation momentan etwas ein. In diesem Tageschart zu sehen ist dann zusätzlich auch dieser kurzfristige Aufwärtstrendkanal, wo wir hier die Oberseite zuletzt im September getestet hatten und seitdem jetzt wieder etwas zurückgekommen sind. Wenn jetzt diese, ja, nennen wir es mal Kreuzunterstützung, wo sich die beiden Trendlinien, die Unterseite von dem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal und die Oberseite bzw. der langfristige Abwärtstrend schneiden. Wenn diese Region unterschritten wird, dann ergibt sich natürlich ein entsprechend massives Verkaufssignal, sodass wir dann davon ausgehen, dass der Kurs erstmal weiter nach unten sinken wird. Bedeutet, die Analysepunkte, die René erwähnt hat, würden dann von den Charts her unterstützt. Und deswegen würden wir in dem Fall erstmal abwarten, ob diese technischen Signale auch eintreten. Gehen wir aber nochmal einen Schritt weiter und schauen uns den. Ups, bin ich da zu weit? Genau. So, schauen wir uns den Goldpreis noch auf Stundenbasis an. Und da sieht man eben, das ist im Prinzip ein Punkt, der mich dazu bewegt, momentan nicht mit einem Limit in den Goldmarkt einzusteigen auf der Short-Seite. Man sieht hier, dass wir in den letzten Stunden irgendwo nach oben angezogen sind. Wir hatten hier unten auch ein kleines Kaufsignal, was jetzt hier im Prinzip heute Morgen generiert worden ist. Und es deutet darauf hin, dass wir vielleicht die nächsten Tage noch ein bisschen anziehen könnten. Aufgrund von der Stundenebene habe ich eben jetzt kein ideales Szenario, um einen Einstieg auf der Shortseite vorzunehmen. Da fehlen mir noch die bestätigenden Signale und die werden wiederum gegeben, wenn wirklich hier diese Unterstützungslinien, ich habe sie mal so gestrichelt etwas eingezeichnet, bei der unteren ist der bestätigende Punkt noch weiter in der Vergangenheit zurück. Das kann man hier jetzt im Stundenchart nicht erkennen. Wenn diese beiden Linien wirklich klar unterschritten werden, dann habe ich auch auf der Stundenebene ein Verkaufssignal, was sich dann nach oben hin eben bei der durchreicht, dann zumindest auf der Tagesebene habe ich dann eine Bestätigung von dem momentan eher negativen Szenario. Und in dem Fall würden wir dann eine Short-Position wagen, in dem Fall eben mit einem Stop-Buy. Das bedeutet, wenn der Kurs in dem Fall unter ein gewisses Kursniveau sinkt, erst dann eröffnen wir eben eine Short-Position. Beim Goldpreis wäre das bei 1.255 und damit eben unter dieser unteren Unterstützungslinie. Das ist wirklich dann ein ganz klarer Ausbruch nach unten. Ich gehe hierzu dann auch nochmal in die Tagesebene rein, dass man es hier nochmal etwas besser erkennen kann. Wir hatten hier das Zwischentief zuletzt bei 1260 und wie gesagt, wenn wir da drunter fallen würden,
1255 wäre deswegen unsere Stop-Buy-Einstiegsmarke. Nach oben hin haben wir den Stoppkurs bei 1316 und damit ganz knapp über diesem letzten Zwischenhoch gewählt. Das ergibt sich daraus, weil, um einen Trend zu definieren, ich habe es an der Stelle schon öfters erwähnt, verfolge ich etwas für die Stoppkurse oder für die Absicherungen, die Dow-Theorie, die sich eben zusammensetzt oder die eben beschreibt, dass sich ein aufwärtsgerichteter Trend durchsteigende Tiefpunkte zusammensetzt und wenn das letzte Zwischentief unerschritten wird, dann habe ich eben einen entsprechenden Trendwechsel beziehungsweise ein fallender Trend durch fallende Hochpunkte, was man eben immer wieder erkennen kann. Also wir haben jetzt hier beispielsweise, hatten wir im 2016 immer wieder fallende Hochpunkte. Das ist bereits hier ein Trendsignal und dann ging es halt eben dann entsprechend auch nach unten weiter. Ich verwende, wie gesagt, die Dow-Theorie dann vor allem, um Stoppkurse zu platzieren und dann halt in bei einer Short-Position entsprechend über dem letzten Zwischenhoch, in dem Fall die 1316 US-Dollar nach unten hin. Das nächste Ziel wäre dann im Bereich der letzten Tiefpunkte, die wir hier in den letzten Monaten markant ausgebildet hatten bei rund 1200 US-Dollar und dann so das Jahrestief irgendwo, beziehungsweise ja, das Tief vom Ende Januar bei rund 1180 US-Dollar. Und sollte auch dieses unterschritten werden, dann sind wir schon irgendwo hier im Bereich der 1120. Soll es dann wirklich da auch noch weiter nach unten gehen und dann haben wir hier so die Region um 1060, 1050 und warum die so interessant ist und dann gehe ich wieder an den Anfangschart zurück, denn da kann man dann erkennen, die 1260 oder 1250 ist so dieses Tief, was wir hier im Jahreswechsel 2016, 2017 hatten. Und wenn wir hier wirklich nach unten durchbrechen würden, dann wäre auch dieser langfristige Aufwärtstrend markant unterschritten. Und dann kann es schon sein, dass der Kurs dann in den nächsten Monaten wirklich nochmal deutlich an Wert abgibt. Deswegen die Kursziele jetzt zunächst erstmal bis zu diesem markanten Zwischentief, das wir hier am Jahreswechsel hatten. Und bevor ich an den Markus übergebe, wiederhole ich am Ende nochmal das Trading-Setup für die Short-Position auf Gold. Das bedeutet, den Einstieg hatten wir mit einer Stop-Buy-Order bei 1255, den Ausstieg bei 1316 und die Ziele für die Strategie jetzt zunächst die 1200 US-Dollar, die 1180, die 1120 und letztendlich die 1060 US-Dollar. Damit wäre ich soweit. Jetzt würde ich an den Markus übergeben. Das jetzt, hört man mich noch? Jetzt, der Markus, ich habe dich vorhin stumm geschaltet, weil du hast Was. Alles klar, kein Thema. Vielen Dank. Okay, dann nochmal. Ja, genau. Also mein Bildschirm sollte sichtbar sein und danke dir, Stefan, nochmal dafür. Ja, ich möchte jetzt mit Ihnen auf dem Guidance Desktop gerne die Gold-Short-Strategie umsetzen. Und wie Sie wissen, werden dort ja die Open-End-Turbos gemäß der Trading-Strategie oder dem Setup dann ja auch gefiltert. Wie das funktioniert, möchte ich Ihnen eben auch nochmal zeigen. Das machen wir einfach gemeinsam. Und Sie sehen hier oben links in der Ecke ist es eben so, das ist der Link, wie Sie letztendlich zu unserer Unterseite kommen oder gelangen. Aber jetzt steigen wir ein und wir haben ja gehört, wir sind momentan knapp über diesem Einstiegslevel bei Gold und zwar 1255 US-Dollar. Wir sind knapp bei 1273 US-Dollar. Und wir haben hier oben ja immer unser Chartfenster, das ich hier gerade umkreise. Und in der Mitte haben wir unser Eingabefenster. Und da ist standardmäßig der DAX vorab eingestellt. Das sehen Sie hier auch in der Mitte. Ich hoffe, Sie können das sehen. Ich mache es noch ein Tick größer. Dann sehen Sie das hier. Und ja, da müssen wir gleich den Basiswert ändern. Das passiert hier links. Und hier unten haben wir dann letztendlich das Produktuniversum. Und ich würde vorschlagen, wir versuchen das jetzt einfach mal zusammen. Es geht ja relativ schnell mit ein paar Klicks. Wir wenden jetzt Gold an. Wir suchen uns den Goldbasiswert, klicken den hier oben an. Dann aktualisiert sich erstmal das Bild oder der Basiswert. Aber jetzt müssen wir natürlich noch die Levels eingeben.
Und das machen wir, indem wir hier den Einstieg 1255 US-Dollar wählen. Wir nehmen das Kursziel, da würde ich jetzt einfach mal ja die 1120 nehmen. 1120, du hast ja verschiedene Stufen genannt, Stefan. So, und Stop-Loss ist das ja kurz über dem letzten Zwischenhoch. Und zwar nehmen wir die 1316 US-Dollar. Puffer haben wir hier 10 eingestellt. Das bedeutet, wir haben letztendlich Knockout-Schwellen, die 10% entfernt sind vom Stop-Loss, den wir hier oben eingegeben haben. Jetzt mache ich es wieder ein Tick kleiner. So, Moment. Hier ist größer, kleiner. Jetzt müssen Sie es sehen. Jetzt müssen wir uns natürlich hier oben den Chart richtig einstellen, dass Sie das alles auch sehen. Ein bisschen hochziehen. So, und jetzt sieht man hier ganz schön, das Ganze ist ja immer farblich miteinander kombiniert. Und wir sehen, der Einstieg ist immer blau gewählt. Das zieht sich hier oben vom Chart über die Eingabemaske bis auf die Output- oder die Ausgabemaske hier durch. Und Sie sehen eben, der Einstieg ist 1255. Das ist hier die horizontale blaue Linie. Und wir sehen, dass wir den Stop-Loss, in dem Fall ist es ja eine Short-Version oder Short-Strategie, der liegt oberhalb bei 1316 US-Dollar. Und das Ziel wäre in dem Fall hier mal eingegeben 1120 US-Dollar. Das Ganze wird natürlich hier unten transformiert in die Produktewelt und natürlich auch gleich konvertiert in Euro. Und wie Sie schön sehen, haben wir auf der linken Seite die verschiedenen WKNs. Und natürlich sehen wir hier oben, die oberste hat ist am nächsten, der Knockout ist am nächsten von diesem Stop-Loss, was wir gewählt hatten, knapp ein Punkt entfernt oder ein US-Dollar entfernt. Und wir sehen auch hier in der zweiten Spalte, dass die Produkte hier oben einen höheren Hebel haben. Wenn sie hier runtergehen, nimmt der Hebel ab. Das bedeutet eben, sie haben auch mehr Luft, sie haben einen Knockout, der weiter entfernt liegt von dem aktuellen oder von dem entsprechenden Kurs. Ja, aktuell, wenn ich mal oben das Beispiel nehme, das Produkt, das oberste Produkt kostet aktuell 3,08 €. Und wenn wir eben die heute oder morgen die 1255 erreichen würden, das heißt, wir würden nochmal nach unten absacken jetzt vom aktuellen Level, dann hätte das Produkt oder würde das Produkt 2,97 € kosten. Das heißt also, wir steigen jetzt noch nicht ein, weil die Strategie noch nicht greift. Und Kursziel wäre dann hier die 1,53 € in dem Fall. Das wäre, in diese Richtung würde es gehen. Stop-Loss wäre bei 3,43 €. Das wäre umgesetzt die Strategie hier. Und ja, und weiter unten, Sie haben hier auf der rechten Seite natürlich noch das Gewinn- und Verlustfeld. Also, dass das ein bisschen kleiner, ein bisschen größer ziehe mal für Sie. Sondern Sie hätten letztendlich hier, wo habe ich denn jetzt das eingesetzte Kapital? Wir haben hier Position, was haben wir denn hier? Wir hätten jetzt hier die Position 643, irgendwas ist hier gerade schief, glaube ich. Ich muss mal gucken. 1255, was haben wir denn hier drin? 1120, 1160. Ja, das ist. Okay, genau. So, und dann haben Sie hier oben die Möglichkeit, die Strategie, wenn Sie auf die WKN klicken, können Sie natürlich hier oben auch die verschiedenen Broker auswählen. Da haben wir jetzt hier unseren Volks- und Raiffeisen-Broker ausgewählt. Und ja, wie Sie gesehen haben, haben Sie hier die Hebel und Sie können sehr, sehr schnell zum Produkt gelangen. Das ist immer ganz schön hier im Guidance Desktop, weil Sie eben grafisch das Ganze untermauert bekommen. Und hier unten haben Sie die Produktwelt und Sie müssen wirklich de facto nur 3 Zahlen eingeben und dann funktioniert das und Sie bekommen die entsprechenden Produkte ausgespuckt unten. Ja, das soll es zur Gold gewesen sein. Würde dann wieder an den René übergeben, der mit WTI weitermacht und dann gucken wir uns nochmal an die Long-Variante oder Long-Strategie auf WTI, auch im Guidance Desktop dann. Ja, so ist es. Wir machen mit Rohöl weiter, mit WTI. Und hier habe ich doch einiges an Charts dabei, deshalb wollen wir direkt loslegen. Schauen uns zunächst einmal die Seasonals an und da haben wir wieder, wie wir das auch schon zuletzt öfter gemacht haben, den Vergleich der letzten 10 Jahre und der 10 Jahre davor. Die jüngsten 10 Jahre sind hier türkisfarben dargestellt und die 10 Jahre davor, die sind orangefarben dargestellt. Und da sieht man,
dass der Rohölpreis in den letzten 10 Jahren natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir dort eine ordentliche Bess hatten, wo wir von 145 in der Spitze runtergeknallt sind auf unter 30. Aber in den letzten 10 Jahren war die Tendenz bei Rohöl die, dass wir schon Mitte des Jahres im Juni, Juli gen Süden gekippt sind. Und dort ist es in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt so gewesen, dass man ab Ende Oktober bis in den späten Dezember hinein oder bis Mitte Dezember, eigentlich sogar bis in den Januar hinein häufig, doch deutlich fallende Notierungen gesehen hat. Saisonal sind wir aber im Moment, sehen wir im Aufwind in den letzten Wochen entgegen der saisonalen Tendenz, die wir sowohl in den 10 Jahren davor hatten, wo man sehen konnte, dass es so Mitte September, Ende September gen Süden ging, als auch in den letzten 10 Jahren war der durchschnittliche saisonale Verlauf immer ab September abwärts. Jetzt sehen wir, dass der Preis in den letzten Wochen immer weiter nach oben gegangen ist und jetzt die 56er-Marke attackiert. 56 ist deshalb so wichtig. Ich habe hier mal das Market Profile reingelegt. Diejenigen, die damit noch nicht gearbeitet haben, das ist einfach die Volumendarstellung auf die Preisebene bezogen. Normalerweise haben wir ja das Volumen immer als oder für die einzelnen Kerzen dargestellt, für die einzelnen Zeitaggregationen. Und hier haben wir das halt pro Preis. Das heißt, wenn wir jetzt uns anschauen wollen, in dem Fall ist hier eingestellt für die letzten 400 Handelstage, wie hat sich das Volumen verteilt? Also auf welchem Preisniveau wurde wie viel Volumen umgesetzt? Und dort, wo sehr viel Volumen umgesetzt wurde, wo es große Umwälzungen gab, das sind sogenannte Effizienzlevel, das sind potenzielle Widerstände, Unterstützung. Und da sehen wir, dass hier alles oberhalb von 48 ist noch stabil und bullisch. Wir haben hier im Bereich um 55 herum, 55, 55, 50, haben wir eine weitere Volumenspitze. Und deshalb hatte ich gesagt, oberhalb von 56, wenn wir dort einen Tages- und Wochenschlusskurs bekommen, der größer als 56 Dollar ist, dann haben wir zwar bei 60 Dollar auch nochmal einen klassisch charttechnischen Widerstand wahrscheinlich, aber vom Volumen her ist dann die Chance sehr, sehr groß, dass der Markt nach oben durchzieht. Und das könnte bis in die Region um 70 Dollar reichen. Wir sehen hier im nächsten Chart den Intermarket-basierten Indikator, das ist der Vol-Value. Ein Indikator, der einfach die Intermarket-Relation zwischen WTI und dem Goldpreis nimmt. Also der soll relative Über- oder Unterbewertungen anzeigen. Und häufig ist es so, wenn der oben anschlägt, dass der Markt dann einen Top ausbildet. Jetzt schlägt er auch wieder oben an. Das wäre eigentlich, in den meisten Fällen würde man das interpretieren, als bearisches Signal. Aber wenn wir mal ein bisschen weiter schauen, in der Vergangenheit hat es auch solche Signale gegeben, wo der Indikator, der Value-Indikator angezeigt hat, Rohöl müsste sich erholen, Rohöl steht, ist überverkauft, steht vor einer Erholung. Und speziell im Jahr 2014, als diese gigantische Abwärtsbewegung startete, oberhalb von 100 Dollar, da war es auch so. Wir haben seinerzeit eine Unterstützung durchbrochen im Bereich um 100 Dollar und hatten hier, ich habe das mal mit dem ersten roten Pfeil markiert, hatten hier auch eine Überverkaufssituation damals. Jetzt haben wir eine Überkaufssituation. Damals hatten wir die spiegelbildliche Situation. Der Indikator war also im Extrem unten. Man hätte also sofort gesagt, okay, das muss man kaufen. Der Markt ist stark gefallen. Jetzt muss man long gehen. Und da sieht man, dass obwohl dieser Indikator angezeigt hat, kaufen oder ein sehr, sehr starkes, sehr, sehr stark in der Extremzone unten war, das lag natürlich daran, dass extremer Druck auf den Markt ausgeübt wurde. Und das ist etwas, was man auch verstehen muss, wenn man solche Value-Indikatoren nutzt. Sie werden manchmal, es sind Oszillatoren, sie werden manchmal einfach so ins Extrem gedrückt durch eine starke Kaufsalve oder auch Verkaufssalve, dass sie eben nicht das Resultat bringen, was man erwarten würde. Und das ist das, worauf ich jetzt achte. Ich sehe jetzt auch, dass der Markt natürlich überkauft ist kurzfristig. Aber wenn wir jetzt tatsächlich mit Wucht da durchgehen, durch die 56, ob es so ist, wissen wir nicht. Es ist eine Wenn-Dann-Bedingung. Wenn wir da durchgehen sollten auf Tages- und Wochenschlusskursbasis, dann könnten wir eine ähnliche Konstellation bekommen, wie wir es Ende 2014 bekommen haben und auch Mitte 2015, nämlich dass wir in komplett neue Preisregionen vorstoßen, auf neue, in dem Fall mehr Jahreshochs, mehr Monatshochs, mehr Jahreshochs. Damals waren es jeweils mehr Jahrestiefs.
die erklommen wurden bzw. erreicht wurden und das drückte den Markt dann in diese Richtung. Schauen wir uns die COT-Daten an. Das ist auch eines der Kriterien, was ich sehr intensiv beachte. Und da möchte ich die Aufmerksamkeit speziell auf den neuen Report lenken. Nach dem alten Report, nicht Rekord, würde man jetzt natürlich sagen, okay, die Commercials sind mit über 500.000 Kontrakten netto short, sehr stark gehedged, da ging es in der Vergangenheit kräftig gen Süden, schaut bearish aus, sehe ich genauso. Neuer Report hier unten, da sind die Produzenten aus dem Commercial-Lager herausgelöst und rot dargestellt. Und da sehen wir, dass die Produzenten, und das sind ja diejenigen, die typischerweise sich gegen fallende Notierungen absichern, das heißt die Futures verkaufen, dass die Produzenten in den letzten Monaten alles hier gekauft haben, was zwischen 48 und 42 und natürlich auch jetzt rauf bis 55 gehandelt wurde. Das heißt, die haben hier ihre Absicherungen eher gelockert. Und diese Absicherung, wenn die von den Produzenten gelockert werden, dann gibt es häufig sehr, sehr deutliche Preisreaktionen. Das muss jetzt keine Rallye sein über zig Jahre, aber wie gesagt, das kann durchaus dazu führen, dass wir jetzt in Richtung 70 Dollar marschieren, falls, und wie gesagt, das ist eine Wenn-Dann-Bedingung, falls wir die 56 nachhaltig knacken sollten. Also die Produzenten sind hier zuletzt am Kaufen gewesen und solche Situationen, wo die Produzenten kaufen, rote Linie, und das Managed Money, das sind die Fonds, die sind auch zuletzt am Kaufen gewesen. Wenn diese beiden großen Institutionen parallel Positionen aufbauen, dann ist das zunächst einmal für die kurze Frist sehr, sehr bullisch. Das heißt aber nicht, wir haben so eine ähnliche Situation auch gehabt 2013, wenn man sich das mal anschaut. 2014 ging ja dann dieser Best Move nach unten los. Und 2013 hatten wir eine ähnliche Situation. Da haben auch die Produzenten, das war so hier diese Region, da haben die Produzenten gekauft und das Managed Money hat auch gekauft. Das hat den Preis damals so ungefähr von 90 auf 110 Dollar hochgetrieben. Und dann, ein Jahr später, hat es gemacht, bumm. Und da sah die Situation natürlich anders aus. Fonds natürlich massiv abverkauft und da ist der Preis dann nach unten geknallt. Wir sprechen also hier nicht davon, dass wir vor einem riesigen Bullenmarkt stehen, sondern wir sprechen jetzt von einem Zeitfenster von ein paar Wochen, ein paar Monaten. Wie ist da die Preisentwicklung, wie die mögliche Preisentwicklung? Wir sprechen von einem Aufwärtspotenzial von vielleicht 20-30%, falls wir durch diesen Widerstand durchgehen sollten. Wenn nicht, dann kann das und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir in der Bandbreite zwischen 48 und 56 in den nächsten Wochen und Monaten weiterlaufen. Also es ist eine kurz- bis mittelfristige Prognose, um die es hier geht. Und da schaut es eben so aus, dass wenn die Commercials, wenn die Produzenten aus dem Commercial-Lager und wenn die Fonds, wenn die gleichzeitig kaufen, dann ist das im Moment noch eine bullische Konstellation. Und wir haben auch, das soll die letzte Folie sein, ehe ich zum Stefan rübergebe, wir haben auch, wenn man das Ganze, wenn man den COT-Report ein bisschen detaillierter aufdröselt, dann sieht man, dass der Anteil der Produzenten-Longs im Open Interest, also Open Interest ist die Gesamtheit aller offenen Positionen, dass es typischerweise starke Preisreaktionen nach oben gab, wenn die Produzenten einen hohen Anteil im Open Interest hatten, also wenn die Long-Positionen sehr viel Anteil von der gesamten offenen Position am Markt hatten und umgekehrt, wenn die Produzenten sehr, sehr hohe Short-Anteile hatten im Open Interest, dann gab es jeweils Abwärtsreaktionen. Das kann man hier sehen an den, da sieht man hier nicht, ich habe den Chart hier, glaube ich, nicht mehr drin. Brauchen wir auch nicht, wenn man diese Daten sich anschaut hier, das waren jeweils Situationen, wo ich diese aufwärtsgerichteten Pfeile markiert habe. Das waren Situationen, wo der Ölpreis ziemlich zeitnah nach oben geschossen ist. Und hier diese beiden abwärtsgerichteten Pfeile, das waren Zeitpunkte im Frühjahr, beziehungsweise im Februar 2017 und im Juli 2017, da hatten wir Situationen, wo der Preis dann jeweils gen Süden reagiert hat. Also auch das, der Anteil der Produzenten-Shorts im Open Interest, der ist im Moment für mich persönlich zu niedrig, als dass wir ein signifikantes Hoch
vor uns hätten, potenziell. Deshalb, es wird sehr, sehr spannend sein, was sich da im Bereich um 56 tut. Ich übergebe an den Stefan für die charttechnische Beleuchtung dieses Marktes. So, jetzt ist auch mein Mikro wieder offen und dann hoffe ich, dass Sie mich auch wieder hören. Beim Ölpreis der Sorte WTI fange ich an der Stelle heute mal mit dem Tageschart an. Und das mache ich nicht, um Sie zu verwirren, sondern um Ihnen einfach mal die kurzfristigen Hürden etwas besser zu zeigen und werde dann erst im nächsten Schritt auf das langfristige Chartbild gehen. Was man hier erkennen kann, ist zunächst, dass wir einen Abwärtstrendkanal hatten, der im letzten Jahr begonnen wurde und der sich bis zum Sommer etwa hingezogen hat und dann der Kurs nach oben ausgebrochen war. Das war hier Anfang September. Seitdem geht der Kurs vom Ölpreis wieder nach oben und befindet sich mittlerweile eben an den Hochpunkten, an den markanten Hochpunkten, die in den letzten beiden Jahren ausgebildet worden sind. Das ist je nachdem, welchen Future das Sie mal nehmen dazu, bei dem aktuellen Kurs ist es eben die Region um 58 US-Dollar, die eben momentan eine Hürde darstellt. Von dem aufwärtsgerichteten Trendkanal sind wir auch momentan an der oberen Begrenzungslinie dran, beziehungsweise hier leicht ausgebrochen. Was zunächst auf den ersten Blick jetzt ja darauf hindeutet, könnte ein bisschen kritisch werden. Wir könnten vielleicht die Hürde dann in der Region um 58 US-Dollar doch nicht packen. Vor allem, weil der Kurs jetzt halt eben so in den letzten vier Wochen nochmal ordentlich durchgestattet ist. Soweit der erste Blick. Wenn man jetzt allerdings sich die Vergangenheit anguckt, dann gab es da auch immer mal wieder entsprechende Anstiege, wo dann eben ein mehr oder weniger großer oder kleiner Rücksetzer gefolgt ist. Und im Anschluss ging es dann eben weiter nach oben. Das ist jetzt einfach so im vergangenen Jahr mal, was ich hier angezeichnet habe. Das bedeutet, es kann durchaus sein, dass der Kurs trotzdem hier weiter nach oben geht und dann in eine Übertreibung reinläuft, in eine kurzfristige Überhitzungsphase, oder dass wir hier eine kleine Konstellation, Seitwärtstendenz sehen, wo dann auch der Ausbruch nach oben erfolgen kann. In dem Fall würde dann hier der relativ weit gestiegene MACD auf Tagesbasis dann wieder etwas zurückkommen und dann auf einem neutraleren Niveau beziehungsweise auf einem in dem negativen Terrain vielleicht sogar das Kaufsignal generieren, was dann entsprechend wesentlich kräftiger wäre. So, mit der Information gehen wir dann zunächst mal in das langfristige Bild hinein und da sieht man nämlich ganz genau, was ich gemeint habe mit den Widerständen in der Region um 58 US-Dollar hier ganz markant zu sehen und auf der Unterseite eben die Region so im Großen und Ganzen um die 40 US-Dollar und daraus ergibt sich eben die Seitwärtsphase, in welcher wir uns seit Beginn des letzten Jahres befinden. Sollte der Kurs hier nach oben ausbrechen, dann ergibt sich natürlich entsprechend weiteres Aufwärtspotenzial. Also wenn man jetzt wirklich rein von der Formationsanalyse ausgeht, ist es relativ einfach zu bestimmen. Man nimmt diesen Abstand hier und trägt den nach oben ab. Und das sind wir hier so Pi mal Daumen, irgendwas um die 20 US-Dollar. Das bedeutet, wir hätten hier ein Mindestkursziel in der Region um 80 US-Dollar. Und da wiederum ist auch hier eine Kursspitze drin, die wir im Jahr 2015 erreicht hatten. Und insofern würde sich das dann auch irgendwo decken. Und das wäre so, dass das Mindestkursziel von dieser dann Trendumkehrformation im unteren Bereich, das ist die Seitwärtsphase eben über die letzten zwei Jahre. Und dieses Kursziel sollte dann auch irgendwo erreicht werden. Bedeutet allerdings nicht, dass das schon das Ende der Fahnenstange ist, sondern da kann es dann durchaus noch weiter nach oben gehen. Soweit jetzt rein die Charttechnik und das Kursziel wirklich rein aus der Formation heraus projizieren. Da gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, die man dafür verwenden kann. Und in der Regel versuche ich dann bei so einer technischen Analyse dann
Punkte zu finden, die sich aus verschiedenen Analyseformen überschneiden, sodass ich dann sagen kann, das ist wirklich ein markantes Niveau. Da gehe ich dann mit einer erhöhten Sicherheit daran, dass eben diese Punkte erreicht werden. Gut. Gehe ich jetzt an der Stelle nochmal eine Stufe tiefer und jetzt haben wir eben den 60-Minuten-Chart und hier sieht man, dass der Kurs aus dem sehr kurzfristigen Aufwärtstrend, den wir hier seit November haben, den hatte er hier zum Monatswechsel mal die obere Seite nochmal bestätigt, ist dann nach oben ausgebrochen. Hier gab es so eine Art kleine Pullback-Reaktion in der letzten, oder das müsste sogar der heutige Handelstag sein, ja. Und dann gab es eben am Nachmittag noch mit diesem deutlichen Anstieg, so dass wir jetzt eben schon fast an der 58 US-Dollar-Marke dran sind. Was mich an dieser Zeitebene etwas irritiert, ist eben auf der einen Seite der Ausbruch aus diesem Trendkanal mit dieser steilen Bewegung nach oben und auf der anderen Seite wird damit eben auch der Anstieg im MACD begleitet und das Niveau war in der Vergangenheit dann eben doch immer ein Niveau, wo es halt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal schaue, das war Ende September, da sind wir dann eben zu einer kleinen Konsolidierung übergegangen. Und auch hier Mitte September gab es dann doch erstmal hier eine kleine Seitwärtstendenz. Also wenn der Indikator ein so hohes Niveau erreicht, dann hat es in der Vergangenheit eben keinen weiteren Trend nach oben gegeben. Deswegen ist die Gefahr eben in der Zeitebene groß, dass der Kurs erstmal noch mal etwas zurückkommt. Das ist hier übrigens auch noch mal jetzt im Oktober. Da ging es dann, gab es einen kleinen Rücksetzer oder hier Ende Oktober gab es im Prinzip auch eine seitwärts gerichtete Tendenz. Das so viel zur kurzfristigen Beweisführung des Indikators, dass da gewisse Dinge eben dann doch funktionieren. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal eine Ebene zurück in die Tagesebene rein. Und da hatte ich ja schon erwähnt, wir sind hier ganz leicht aus dem Aufwärtstrend nach oben ausgebrochen. Jetzt haben wir eben in der Tagesebene gesehen, dass da möglicherweise in der Stundenebene, Entschuldigung, dass da möglicherweise eine kleine Übertreibung vorhanden ist, sodass davon auszugehen ist, dass wir eben zumindest eine kleine Konsolidierung einläuten. Und das würde sich eben auch hier MACD relativ hoch, momentan eben an dieser markanten Widerstandszone bei 58 dran, würde dafür sprechen, dass wir hier zumindest eine kleine Konsolidierung haben. Und wenn es dann eben von den Indikatoren in den verschiedenen Ebenen, beziehungsweise auch von der Chartkonstellation in den verschiedenen Ebenen, dann wieder sich die Situation durch die Konstellation beruhigt und dann können es auch wieder ein nachhaltiges Kaufsignal geben. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, haben wir auch bei der Long-Position auf WTI dieses Mal eine Stop-Buy-Order und zwar da müsste der Kurs über 58,50 nach oben ausbrechen und dann haben wir eine Absicherung bei rund 53 US-Dollar und da hatte ich vorhin bei Gold auch schon erwähnt, ich sehe diese kleine seitwärts gerichtete Tendenz sehe ich als erste Unterstützung irgendwo an. Deswegen habe ich hier den Stoppkurs ganz leicht heruntergelegt, in dem Fall eben die 53 US-Dollar, Entschuldigung. Und nach oben hin die Ziele, wenn es denn wirklich zu dem Ausbruch kommt, und dazu gehe ich jetzt wieder in die langfristige Chartebene rein, wenn es zu dem Ausbruch kommt, wäre das nächste Ziel in der Region um 65 US-Dollar, das sehen wir hier im Jahr 2015, hatte der Kurs hier zunächst Probleme nach unten auszubringen, ist hier Anfang des Jahres 2015 nach oben ausgebrochen, abgedreht und dann eben hatte er Probleme nach oben wieder darüber anzusteigen. Das nächste Kursziel wäre dann bei rund 75 US-Dollar, 75 bis 78 so ungefähr, das sind so die Hochpunkte, die wir hier irgendwo erreicht haben, würde sogar bis 80 etwa gehen und dann im weiteren Verlauf, dann sind wir hier bei den 80 übrigens auch mit dem, was ich vorhin erklärt habe, als Kursziel eben aus dieser Seitwärtstendenz nach oben abgetragen. Da war ja das Kursziel ebenfalls auch bei 80 und wenn diese Region nach oben überwunden wird,
dann kommen wir sogar hier in die Region um die 100 ran, wo wir eben in den letzten Jahren immer mal wieder so einen kleinen Test der Marke als Unterstützung zunächst hatten und jetzt dürfte sich das eben als Widerstand erweisen. Bevor ich jetzt das Setup nochmal wiederhole, weil vorhin kam noch ein Einwand, ab einem gewissen Preisniveau ist das Fracking auch wieder interessant, was sich dann natürlich auf den Preis auswirken sollte oder eben die Ölschieferherstellung. Es gibt immer gewisse Preisbereiche, wo dann einfach das Angebot zunimmt und dann wird eben der weitere Anstieg nach oben schwer. Allerdings verändern sich auch die Technologien, sodass es dann wieder vielleicht preiswerter werden kann. Das heißt, ich würde diesen Einfluss zwar berücksichtigen irgendwo, aber nicht übergewichten. Man kann es durchaus im Hinterkopf haben, wenn die Bewegung nach oben weitergeht, sodass wir dann vielleicht nur bis zu der 80 steigen und dann nach unten abdrehen, weil dann einfach das Niveau wieder zu hoch ist und neue Technologien dann eben die Preise wieder drücken. Wie gesagt, das als kurzer Einwand. Und jetzt am Ende würde ich dann nochmal das Setup für Rohöl wiederholen. Wir haben eine Stop-Buy-Order bei 58,50. Das bedeutet, der Kurs muss nachhaltig nach oben ausbrechen. Eine Absicherung dann bei 53 US-Dollar und Ziele haben wir im Bereich 65, dann 75 bis 80 US-Dollar und dann nach oben hin, so dass das Maximalziel irgendwo bei rund 100 US-Dollar. Soweit von meiner Seite und jetzt würde ich heute letztmalig an den Markus übergeben. Hört man mich, Stefan? Stefan, hört man mich? Ja, jetzt, ja. Okay, danke, danke schön. Okay, ich muss jetzt nochmal, irgendwie gibt es heute Pleiten, Pech und Pannen hier so ein bisschen, aber ich möchte, Sie sehen jetzt wieder mein Bildschirm und deswegen habe ich bewusst nochmal Gold stehen lassen. Da gab es vorhin ein paar technische Probleme, das konnte ich so schnell nicht rausklamüsern, aber was mir aufgefallen ist, Sie sehen das, macht natürlich keinen Sinn, wenn wir eine Short-Strategie haben, dass wir hier einsteigen. Ich zeige das nochmal mit 2,91 und haben Kursziel am Ende von 1,49. Der Hintergrund ist, das ist irgendein technisches Problem, ich gebe hier einfach mal 10 ein und dann sehen Sie, es springt für kurze Zeit wieder auf 16 und Stop-Loss bei 4 Cent, aber wenn ich das da stehen lasse, springt es gleich wieder zurück. Das kann ich mir jetzt nicht erklären, da scheint irgendwo ein technisches Problem zu sein, wenn wir jetzt noch vielleicht eine Minute, eine Sekunde warten, Sie sehen, es springt wieder zurück und macht keinen Sinn. Also ich konnte mir das nicht erklären, normalerweise muss es natürlich dann so sein, wenn die Short-Strategie spielen, dass das Kursziel höher ist als der Einstieg und das Stop-Loss tiefer. Das nur nochmal als Anmerkung, war ein bisschen verwirrend, aber ich habe ein bisschen in der Zwischenzeit da mit rumgespielt und nur um den Puffer zu verändern, kann eigentlich nicht dazu führen, da muss irgendwas falsch sein. Aber bei WTI sollte es funktionieren, deswegen gehen wir gleich auf WTI und geben den Basiswert ein und versuchen die Strategie umzusetzen, die der Stefan eben erläutert hat, und zwar jetzt die Long-Version mit dem Turbo Open-End-Long. Und jetzt sehen wir hier die richtigen Kurse, wobei ich jetzt eingebe eben, wir hatten gesagt, oder Stefan hatte gesagt, Stop Buy. Wir müssen erstmal ein bisschen nach oben uns bewegen, 58,50 US-Dollar. Kursziel würde ich die 75 eingeben und Stop Loss waren bei 53 US-Dollar. Jetzt ziehen wir uns hier oben den Chart nochmal ein bisschen grafisch zurecht und wir sehen hier natürlich, das passt auf jeden Fall. Einstieg wäre hier blau. Unterhalb die Stop-Loss-Marke bei 53 US-Dollar und hier oben das Kursziel. Also, jetzt schauen wir hier unten nach. Hat es auch funktioniert? Und wenn wir uns die erste WKN anschauen, dann sehen wir den Einstieg bei dem Produkt, was am nächsten hier oben an der vorgegebenen Strategie ist. Es ist 5,20 Euro und das Kursziel wäre dann bei 19. Also hier passt es, 19 Euro und das Stop-Loss wäre in dem Fall bei 2,65 Euro. Ganz klar wieder, je weiter wir uns hier nach unten bewegen und weiter weg sind vom Stop-Loss oder mit der Knockout-Schwelle uns entfernen, je kleiner wird der Hebel hier in der nächsten Spalte und desto teurer wird natürlich auch der Einstiegspreis. Und hier sehen wir, von 5 bis 8 geht es dann hier bei den Produkten auseinander. Wir könnten natürlich noch ein paar mehr Produkte hier reinbekommen, indem wir einfach den Filter ein bisschen breiter machen. Dann sehen Sie, da tauchen auch Produkte auf, die einen Knockout haben, der noch ein bisschen weiter entfernt ist nach unten.
Ja, wie gesagt, wenn wir uns das obere Produkt anschauen, dann sehen wir, dass der Einstieg dann teurer wäre, wenn die Strategie greift bei 58,50 US-Dollar. Momentan sind wir noch ein bisschen günstiger im Schein und das sehen wir eben bei 4,20 €. Aber wir müssen, wie gesagt, diese Schwelle ja nachhaltig überschreiten und dann würde der Schein aktuell bei 5,20 € liegen. Ja, bei einem eingesetzten Position von knapp 200 € würde das einen Gewinn entsprechen von 539 und beim ausgestoppten Schein dann einen Verlust von 97 €. Diese Scheine können Sie natürlich dann wieder über die verschiedenen Broker kaufen. Das hatte ich schon angesprochen. Also immer ganz schön. Sie sehen hier das grafisch, was Sie hier in der Mitte eingeben und unten die Produktwelt. Ja, dann soll es das von meiner Seite gewesen sein. Ich hatte ja auch schon diesen Punkt angesprochen, was Sie nächste Woche erwartet. Freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sein würden. Nächste Woche macht es nochmal mein Kollege, der Falco Block. Der wird dann das technische Analystenduo begleiten, und zwar den Dirk Oppermann und den Armin Kremser. Und ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie konnten was heute Abend mitnehmen. Ich möchte mich natürlich wieder ganz herzlich bedanken bei unseren drei Referenten. Ingmar, dem René und dem Stefan. Ja, wir haben fast eine Punktlandung hingelegt, bisschen überzogen, aber ich denke, das hat funktioniert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dunkel war es schon, als das Webinar angefangen hat. Jetzt ist es vielleicht noch ein Tick dunkler. Ja, würden uns freuen, wenn Sie nächste Woche mit an Bord sind und wünschen Ihnen eine schöne Woche. Ich sage Tschüss und natürlich eine erfolgreiche Handelswoche. Machen Sie es gut. Ja, und auch von uns natürlich noch einen wunderschönen Abend, gute Trades in den nächsten Tagen und bis zum nächsten Webinar. Machen Sie es gut. Ciao.